Servus EHC-Fans, ich bin der Andi. Wir sind hier gerade bei bestem Wetter am Stadionvorplatz vom Olympia-Eichstadion. Und feiern die Meisterschaft, die vierte. Das Meistertrikot gefällt mir sehr gut. Das habe ich mir gekauft, weil halt die ganzen Elemente in Gold auch hervorgehoben sind. Das passt gut zur Meisterschaft. Ich freue mich auf den Spieler Niederberger, um Autogramme und Bilder. Die Mannschaft ist gerade mit dem Bus in der Stadt unterwegs und die lassen schon jetzt die Sau raus, weil wir haben es gesehen, wie sie weggefahren sind. Und ich freue mich am meisten auf den Don Jackson, dass er einen würdigen Abschied bekommt. Ich glaube, die Rückschläge, ich glaube, die haben dann jetzt am Schluss ausgemacht, dass wir immer als Team zusammengewachsen sind. Die Trainer haben uns gezeigt, was wir falsch gemacht haben, was wir richtig machen sollen. Und ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, das hat uns den Push gegeben, dass wir das Ding cool haben. Ja, heute ist auch unglaublich, eben durch die Stadt gefahren, war witzig. Jetzt hier mit den ganzen Fans alle da, ist einfach super, dass so viele da sind. Und ja, ich glaube, wir wollen jetzt nochmal die Zeit genießen einfach. Ja, wo wir gerade mit dem Bus reingefahren sind, das war der Wahnsinn, so viele Fans da. Das Wetter passt natürlich auch und es ist natürlich schön, jetzt mit den Fans richtig zu feiern. Man hat schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt bei der Verabschiedung. Man hat doch sehr lange mit den Jungs oder mit den Trainern zusammengearbeitet, deswegen fällt es umso schwerer. Aber ja, so ist der Sport und muss man natürlich den Blick nach vorne richten. Ja, was sind meine Pläne im Urlaub? Jetzt glaube ich, geht es erstmal heim. Ich glaube, meine Freundin freut sich, dass sie mich auch nach einer Woche mal wieder sieht. So mit meiner Familie Zeit verbringen. Wir werden mit den Pferden unterwegs sein. Ja, einfach mal relaxen, aber dann auch schon wieder natürlich ins Sommertraining einsteigen. Ja, vielen Dank Fans für die Unterstützung in den letzten Monaten. Ich glaube, die letzte Saison hat gezeigt, dass wir das Ding holen können. Das haben wir natürlich auch gemacht und umso glücklicher sind wir jetzt, dass wir das mit euch teilen können. Und jetzt feiern wir ordentlich, oder?